Hey Freunde, heute ist dran von Funke der Titan Blitz 3 oder Titan Blitz 3 Mixed. Wir haben hier vier verschiedene Vorbrennervarianten: Blau, Rot, Orange und Grün. Sind ja 20 Stück in der Packung enthalten. Preislich so um die 5 Euro, wenn überhaupt. Wir haben wie gesagt eine P1-Zulassung und 80 Gramm, genau 80 Gramm NEM auf 20 Stück. Naja, dann würde ich mal sagen, sind sehr kleine, wenn wir den Vorbrenner noch abrechnen. Schauen wir uns trotzdem an, wie die knallen und was die so drauf haben. Also, bis gleich draußen zur Zündung der Funke. Wie heißen sie nochmal? Titan Blitz 3. Mix it. Ja, bis gleich. So, weiter jetzt mit den Funkenblitz 3 in allen vier verschiedenen Farben, jeweils zwei Stück. Wir fangen mal an mit dem blauen. Die haben übrigens jetzt 4 Gramm, wie schon erwähnt. Also der Vorbrenner war gerade grün und nicht blau, das muss man mal dazu sagen. Ich denke mal, auf der Kamera wird es nicht so gut rüberkommen. Der war auch grün. Ich weiß nicht, ob vielleicht da noch irgendein Effekt mit drin sein soll. Das sind jetzt die grünen, sieht man so, ja. Ja, okay. Jetzt haben wir hier die gelben. Kann natürlich sein, dass die im Dunkeln vielleicht eine Farbe haben, aber das kann ich jetzt am Tag nicht sagen. Wir haben eine Ausgangssperre, deswegen es dauert eine Weile. Oh! Ah, interessant. Okay, machen wir nochmal einen gelben. Vielleicht crackelt der wieder. Also auf jeden Fall ziemlich laut für P1. Jetzt kommt noch ein grüner. Ich schmeiß gleich hinterher einen roten. Grün war jetzt blau Bengal. Und der rote ist. Der rote ist rot. Okay. Und als Abschluss kommt natürlich noch mal ein roter hinterher. Und dann würde ich sagen, Kaufempfehlung, falls ihr sie noch bekommt. Wie gesagt, P1 ist ein schwieriges Thema. Also werden nicht mehr hergestellt. Macht's gut, Freunde. Das hat doch jemand gepasst, ne? Ah, macht's gut. I remember you.